jeden Fall haben wir den größten Stand, den wir jemals in Wallau aufgefahren haben. Wir haben uns ziemlich viel vorgenommen, muss ich ehrlich sagen, weil eigentlich sind wir unterbesetzt für diesen Aufbau. Wir haben heute absolut Aufbauchaos, seit heute Morgen um 8. Oh, ich habe keine Erwartungen, ich habe einen Wunsch. Geile Stimmung, ganz, ganz viele Besucher und einfach eine geile Zeit mit allen, die hier sind und natürlich mit meiner Crew. Also wir haben einiges an Messe angeboten und wir haben auch ein paar Neuigkeiten dabei. Und jetzt hoffen wir mal, die Mühe hat sich gelohnt und ich denke schon, das wird eine geile Veranstaltung. Es wird heftig. Ich werde Sonntagabend keine Stimme mehr haben. Die letzten Wallau-Shows waren der Hammer. Samstag, Sonntag brennt hier die Hütte. Du siehst diese grüne Halle und denkst so, oh geil, wir sind wieder da. Es sind halt doch jetzt irgendwie 2-3 Kartons voller Bücher. Die verschenken wir, können sich die jungen Angler umsonst abholen. Und wir haben auch echt krasse Angebote, so krass wie noch nie zuvor. Wir wollen hier sein, weil Messezeit. Ich habe immer gesagt, ich will mit einer schwarzen Null und einem dicken Kopf nach Hause gehen. Ob das mit der schwarzen Null klappt, weiß ich nicht, aber mit dem dicken Kopf, das kriegen wir hin. Gar keine. Doch, einfach geil, keine. Einfach geil Messewochenende. Wir freuen uns einfach. Gut, die Messe ist jetzt ein bisschen spät, draußen liegt ein bisschen Schnee, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass die Leute, die kommen, schon ein bisschen die Messe genießen und dann der ein oder andere was mitnimmt, hoffentlich bei uns. Aber wenn ich auch sage, ich denke, wenn ich das alles sehe und die Vorbereitung mitkriegt habe, was hier passiert ist auf Social Media, denke ich, es wird eine sehr gute, sehr volle Messe. Bin mir ganz sicher. Wie man sieht, ist unheimlich viel los. Ich bin mal gespannt. Heute geht hier richtig der Bär. Ich fand's geil, deswegen bin ich wieder hier. Ich habe richtig Bock auf Fisch vor allem. Bock auf Fisch. Das Übliche, durchgucken, Spaß haben. Alles eigentlich. Immer, auf der Messe ist immer was Interessantes dabei. Geht los, endlich nach der langen Wartezeit. Tolle Vorbereitung und guckt mal hier die Riesenschlange an. It's freezing cold outside, but luckily there's lots of people here to come and yeah, meet the different brands, look at all the gear and learn loads of new things. Ich habe richtig Lust auf die Messe, ja. Und ich hoffe, es kommen viele vorbei, hier auch am Tracker-Stand. Und ja, ich freue mich einfach auf die Leute, die zu sehen. Auch ja, viele Bekannte zu sehen, die man das ganze Jahr über nicht sieht. Ja, es ist eigentlich eine coole Messe. So insgesamt, mehr brauchst du nicht zu sagen, ne? Das passt. Also ich bin überrascht über die vielen Aussteller, die Vielseitigkeit. Ich hätte es eigentlich nicht mehr erwartet im Jahre 2023. Also ich habe es mir ehrlich gesagt kleiner vorgestellt, aber dass er doch 2 Stockwerke hat mit der ganzen Auswahl hier, ich finde es echt super. Einfach mal wieder, um das ganze Messe-Feeling zu erleben. Einfach die Konversation zwischen den Teamanglern, zwischen den Produkten oder den Marken. Richtig Bock, auf der Messe ist wirklich viel los. Ein Haufen Leute, ein Haufen Bekannte getroffen, läuft wirklich toll. Und Maximum Bates natürlich, hier auf die 1. Leute zu treffen, die wo man halt mal nicht so oft sieht im Jahr. Ja, genau. Eigentlich um was Neues zu sehen oder was Sachen zu sehen, die man noch nicht hat. I've been in Wallau actually many times. It's one of my most favorite fishing shows in Europe. Ist halt einfach immer geil, wenn man seine ganzen alten Leute von früher auch mal wieder trifft. Leute, die man sonst übers Jahr einfach nicht sieht oder nur in Social Media, einfach mal wieder persönlich zu treffen. Ich wiederhole mich, die Messe hier in Wallau ist meine Lieblingsmesse. Ich finde, es ist vielleicht nicht die größte, aber die familiärste.